Hallo und herzlich willkommen beim zweiten Video über Twine, ein Open-Source-Programm zur Erstellung interaktiver Texte. Beim letzten Mal habe ich die Basisfunktion zur Verlinkung von Textabschnitten demonstriert. Heute möchte ich mir anschauen, wie man diese interaktiven Texte etwas attraktiver gestalten kann. Wir benutzen dazu CSS, eine Stylesheet-Sprache, mit deren Hilfe das Aussehen aller Elemente einer Website angepasst werden kann. Auf der Webseite von Mozilla gibt es eine sehr gute Einführung in CSS. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung zu finden. Hier wird gezeigt, wie CSS-Regeln aufgebaut sind und wie etwa einem Absatz die Textfarbe rot zugewiesen wird. CSS-Befehle können direkt in Twine genutzt werden. Beispiele dafür finden wir im Twine Cookbook unter dem Punkt Working with CSS. Beziehungsweise etwas weiter unten unter Twine 2 Examples, hier unter CSS Selectors, wobei uns hier vor allem die Selektoren für Harlow interessieren. Mit TW Story wird die gesamte Story formatiert, mit TW Passage einzelne Textabschnitte und mit TW Sidebar die Seitenleiste. Und das sehen wir uns jetzt an einem konkreten Beispiel an. Dazu öffnen wir unser kurzes Testprojekt, das nur aus drei Abschnitten besteht. Und ich spiele es einmal kurz. Ja, da gibt es einige Dinge, die mir nicht gefallen. Es ist weiß auf schwarzem Hintergrund. Ich finde es schwer lesbar. Und hier gibt es einen Rückpfeil, den ich eigentlich auch nicht haben will, da ich in einem interaktiven Text ja möchte, dass die Leute nur über die Links navigieren. Links unten im Menü gibt es hier den Punkt Stylesheet der Geschichte bearbeiten. Hier kann ich CSS-Befehle eingeben, die das Basis-Stylesheet der Geschichte überschreiben. Hier gebe ich nun also ein tv-story. Das verändert also die Schrift und den Hintergrund. Jetzt möchte ich noch den Rückpfeil entfernen, TW Sidebar. Gut, jetzt spiele ich das nochmal. Schwarz auf weiß im Hintergrund, gleich viel besser zu lesen. Und auch der Rückpfeil ist verschwunden. Hier kann ich also alle Standard-CSS-Befehle anwenden, auch zur Veränderung der Schriftart, zur Vergrößerung, Verkleinerung der Schrift. Und über das Menü finde ich auch noch viele andere Möglichkeiten, um Veränderungen vorzunehmen, die über das bloße Verlinken hinausgehen. Das Geschichtsformat sollte ich nur am Anfang ändern, bevor ich beginne, an der Story zu arbeiten, denn mit dem Geschichtsformat ändert sich auch das Twine Script, das verwendet wird. Das Basisgeschichtsformat ist Harlow. Harlow ist sehr gut für die Arbeit mit Texten. Wenn ich aber Bildmaterial oder Audiodateien einfügen möchte, sollte ich lieber SugarCube verwenden. SugarCube eignet sich auch sehr gut für Quizaufgaben. Ich kann hier Checkboxen, ich kann Multiple Choice einfügen, ich kann auch Texteingabe verlangen. Also dafür ist SugarCube wesentlich besser geeignet. Jedes dieser Story-Formate hat unterschiedliche Stärken und Schwächen und ich muss mir am Anfang überlegen, was ich für meine Geschichte brauchen werde. Ja, und schließlich lässt sich auch noch JavaScript einbauen. Ich kann entweder JavaScript direkt in die Textabschnitte hineinschreiben oder ich kann JavaScript, das generelle JavaScript der Geschichte hier bearbeiten. Hier wird dann das Basis-JavaScript überschrieben. Wie es dann aussieht, wenn ich das CSS
etwas stärker angepasst habe, sehen wir in diesem Artikel kollaborative Schreibprojekte mit Twine, ein etwas größerer Artikel. Und hier sehe ich, sind verschiedenste Dinge im Stylesheet angepasst. Überschriften, Links, Passagen sind hier angepasst worden. Und das sieht dann so aus. Also hier in diesem Bereich ist sehr, sehr viel möglich. So viel zur optischen Anpassung von interaktiven Texten. Im nächsten Video sehen wir uns an, wie wir Variablen einsetzen können.